Willkommen zu meinem neuesten CSGO-Podcast. Heute geht es um Flaming. Was ist Flaming? Was machen Flamer überhaupt? Wie funktioniert das? Und gehört das tatsächlich zum Spielen dazu? Das werden die Grundpunkte dieses Podcasts sein. Was ist Flaming? Flaming ist oder kann ein ruppiger Kommentar sein. In einem Forum, in einem Spiel, sonst wo. Ist einfach direkt übersetzt von Aufflammen. Also es entflammt etwas in einem selbst oder ein Gespräch entflammt und gerät vielleicht außer Rand und Band. Oftmals wird Flaming auch direkt mit Rumheulen übersetzt. Also das ist auch, denke ich, eine ganz gute Umschreibung. Flamer sind einfach Heulsusen, die offensichtliche Dinge, also wie zum Beispiel Schuld oder sowas, hervorheben. Es ist ihnen einfach wichtig, dass sie das herauslassen. Aufgrund von diversen verkürzten oder verkleinerten Körperteilen, wie auch immer. Viele verwechseln Flame mit Rage, aber Rage ist was anderes. Also wenn man Rage, dann ist man einfach nur noch am Beleidigen und am Ausrasten. Aber Flaming ist, ja, wie ich eben schon gesagt habe, was anderes. Es ist eher so eine Schuldzuweisung oder Hervorheben, ja, von Verhalten, das ganz klar war. Also wenn jemand eine Runde versemmelt hat, dann hat er die Runde versemmelt und ein Flamer schreibt dann am Anfang der nächsten Runde: super gemacht, Vollidiot, der war doch da links gestanden, oder er spricht über den Chat: fucking Noob und sowas. Das ist Flaming. Es geht zwar auch so ein bisschen in die Beleidigung rein, aber es bezieht sich doch eher auf dieses, ja, Fehlverhalten oder eben dumm gelaufene Spiel von jemand anderem. Oder auf irgendeine Situation, wie auch immer. Flaming gibt es, wie gesagt, auch in Foren. Es gibt sogar ganze Flame-Foren, wo man mit Absicht ein Thema anspricht und dann wird darüber geflamed mit der Community. Da ist es natürlich gerne gesehen, beziehungsweise da ist das Forum darauf ausgelegt, aber meistens ist Flaming etwas sehr Negatives, also nicht erwünscht, gerade in Foren. Da kann so ein kleiner Flame schnell zu einem Flächenbrand ausbrechen und dann wird es schwierig, das wieder zu stoppen. Und in-game kann es leider ähnliche Ausmaße annehmen. Wir wissen nun also, was Flaming ist und somit eigentlich auch direkt, was Flamer machen. Sie schieben zum Beispiel die Schuld hin und her und deuten einfach Sachen auf, die klar waren, die ja jetzt halt einfach passiert sind. Ein normaler Mensch sagt sich selbst: scheiße, Mann, das habe ich jetzt blöd gemacht. Aber ein Flamer muss eben dieses nice oder sowas. Das ist schon geflamed. Ein Flamer braucht also auch diese Genugtuung. Er ringt um Aufmerksamkeit und möchte, dass sein Gegenüber weiß, dass er mitbekommen hat, was passiert ist und dass er das schlecht findet und so weiter und so fort. Kurzum, Flamer sind eigentlich, ja, traurige kleine Säcke, die halt sonst nichts haben, also vom Spiel her nichts haben, aus dem Spiel nichts herausziehen, sondern eben genau das brauchen. Bei vielen Flamern äußert sich das meist nur in negativen Phasen des Spiels. Es gibt aber auch Hardcore-Flamer, die einfach grundsätzlich was zu flamen haben. Also auch wenn man am Gewinnen ist, haben sie irgendwas an einem auszusetzen oder am Spiel auszusetzen oder am Server auszusetzen. Es muss auch nicht auf eine Person bezogen sein. Es kann auch einfach sowas sein wie: fucking Server, laggy Server, und sich dann jedes Mal darüber aufregen, wenn irgendwas halt nicht läuft. Und das Lautschlag für alle anderen. An der Stelle ist ganz klar zu sagen, wenn man das für sich selbst macht, dann ist es was anderes. Natürlich flamet man sich dann irgendwie selbst, also in seinem Büro oder Kinderzimmer oder wo er eben sitzt. Aber natürlich geht es hier bei Flaming um das, was andere mitbekommen können im Internet. Speziell eben in CSGO, klar. Es geht mir hier grundsätzlich um CSGO. Also wenn ihr euch irgendwie nach einem versemmelten Schuss auf die Hand schlagt im Real Life, dann hat das nichts mit Flaming im Spiel zu tun. Das kriegt ja keiner mit. Bei Flaming unterscheiden sehr viele Leute zwischen gutem und schlechtem Flaming, beziehungsweise negativem und positivem Flaming. Ratschläge können auch Flaming sein, je nachdem wie sie ausgelegt sind. Ein Ratschlag kann aber auch einfach nur ein Ratschlag sein. Viele können sowas aber nicht wirklich auslegen als richtigen Ratschlag, als gut gemeint, sondern müssen daraus so Flame machen. So von wegen: aber nächstes Mal guckst du gescheit, Es kommt natürlich da ganz auf das Teamgefüge an und wie man sich so kennt. Wenn man das jetzt privat macht, also wenn das Freunde untereinander machen, dann ist es was anderes, wie wenn man das bei einem ganz Fremden macht. Man sollte sich natürlich nicht anmaßen, bei jemand Fremdem sowas zu sagen. Ja, das hat man eben eigentlich nicht zu sagen. Zumindest nicht in diesem Ton. Nichtsdestotrotz ist das eher positives Flaming. Und auch gar nicht so tragisch. Es wird dann meist tragisch, weil es schlecht aufgenommen wird. Also, ihr wisst, wie das ist. Jemand flamet vielleicht so humorvoll, auf eine ironische Weise. Dann ist es eigentlich gar nicht so tragisch. Dann ist es irgendwie positiver Flame und kann sich ganz schnell ändern oder das Ganze kann umschlagen in negatives Flaming, weil nämlich das Gegenüber vielleicht damit nicht umgehen kann und dann ausrastet. Und dann rastet der andere auch wiederum aus und dann sind sie beide am Flame wie die Sau. Und sowas ist extrem, extrem, ultra hardcore, extrem nervig. Die ganze Community regt sich doch ständig auf, wie kacke die Community ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, liegt es nicht am Spiel und auch nicht an den schlechten Sicherheitsmaßnahmen, an WAG oder sonst was. Es liegt einfach an den Menschen, die das Spiel spielen. Ich meine, das ist ja vollkommen klar. Wenn es niemanden gäbe, der cheatet, gäbe es keine Cheater und dann wäre das schon mal gelöst. Und somit könnte man in der harten Theorie auf alle Probleme des Spiels zugehen. Die Community ist der Krebs des Spiels. Die Community macht das Ganze kaputt. Das sind die, die sich hochboosten, runterboosten, cheaten und hin und her. Ständig wird über das Rank-System rumgelästert und rumgemeckert und dann betreiben die Leute selbst Downrank und Uprank Boosting Services, kaufen sich Zweitaccounts, um auf den unteren Elos richtig schön reinzupimmeln und so weiter und so fort. Also, die Menschen machen das Spiel aktiv kaputt, nicht das Spiel sich selbst. Und gerade diese Flamer, beziehungsweise Griefer, denn Flaming fällt auch in Griefing rein, ich erkläre gleich wie und warum und hin und her, die machen das Spiel auf eine ganz besondere Art und Weise kaputt. Das ist nämlich irgendwie nicht als extrem negatives Beispiel anerkannt. Flaming
ist so ein Kavaliersdelikt, wenn überhaupt. Die meisten sagen, ja gut, das ist doch normal. Und da ist einfach der Fehler, da ist dieses Krebsgeschwür in den Köpfen der meisten Leute. Das darf nicht sein. So wie sich jeder so eine Null-Toleranz-Politik bei Cheatern und auch bei Griefern, Skillfakern und Smurfs und sowas wünscht, genau so im gleichen Atemzug müsste man das sich praktisch auch für die ganze Flaming-Geschichte wünschen. In großen Ligen, bei anerkannten Spielen und großen Major-Scheißdreck hin und her, hast du nicht gesehen, da gibt's das schon. Es gibt Pro-Spiele, die komplett aus einer Liga herausgeschmissen wurden, weil sie geflamed haben. Klar, da ist es auch einfacher zu detekten, also festzustellen, weil jemand halt einfach live dann in der Halle mit allen möglichen Leuten am Rumflamen ist. Und wenn das eine gewisse Grenze überschreitet, wird auch ein Pro-Spieler aus dem Team geworfen oder bekommt zumindest eine Auszeit. Und das müsste auch auf jeden Fall zu 100% ganz, ganz unten angewendet werden. Seid mal ganz ehrlich, wie viele Spiele habt ihr schon verloren, weil eure Mates einfach scheiße waren und rumgeflamed haben? Anstatt zu spielen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 450 Spiele gewonnen und wahrscheinlich nochmal das gleiche verloren. Also, wir sagen einfach mal, ich habe ungefähr plus minus 1000 Spiele gemacht in CSGO. Und ich hatte bis jetzt in einem einzigen verschissenen Spiel einen Cheater. In einem Spiel von diesen 1000 Matchmaking-Spielen. Und in vorneweg 300 Spielen dreckige, verschissene Teammates, die einfach nur mit dem Gegner zum Beispiel hin und her schreiben. Also, es reicht ja schon, wenn ein einziger Mate da ist, der anfängt mit dem Gegner zu schreiben. Der antwortet und dann schreiben die hin und her. Während den Runden, während man spielen sollte, schreiben die sich und flamen sich immer weiter nach oben, bis die Leute gar nichts mehr merken von dem Spiel. Also ihr wisst es sicherlich selbst, wenn ihr richtig schlecht gelaunt seid, wenn ihr wütend seid oder traurig oder wie auch immer, dann spielt man nicht so, wie wenn man einfach guter Dinge ist und fokussiert ist. Der Fokus verfliegt komplett durch dieses verschissene Geflame. Es gibt auch in unserer Community, da müssen wir ganz ehrlich sein, Leute, Hand aufs Herz, einige, die so sind, also ich habe es in Fury Games schon mitbekommen, dass es manche Leute gibt, die einfach anfangen, mit dem Gegner zu schreiben. Ich denke nur, fuck, was macht ihr? Da stirbt das ganze Team. Man schaut dann dem Letzten zu, wie es halt so ist, und man sieht, er steht. Er schreibt. Und dann hört man im Teamchat, sorry, aber ich muss ihm das noch schreiben. Und ich denke mir nur, ah! Für mich ist es, müsste das ein Ausschluss sein, sofort. Ein Ausschluss aus dem Matchmaking. Fertig, bann. Wie kann man nur so sein und mit dem Gegner schreiben oder auch halt das gleiche mit den Teammates, ne? Wenn zwei Mates, wenn zwei Randoms, die auf einmal streiten, im gleichen Team, aus so Geflame wird dann auch easy halt Grief, weil sie sich anschießen und so weiter. Beziehungsweise, das Flame alleine ist bereits schon gegrieft. Denn wenn man Griefing richtig versteht, dann heißt es auch, wenn man das Spiel eben unterbricht, beziehungsweise das Spiel am normalen Ablauf hindert, dann grieft man. Es ist antisocial, also zu 100% antisocial Griefing, das ist wohl jedem klar. Und das ist alleine schon ein Punkt für einen Grief-Bann. Und man unterbricht aber auch für alle anderen das Spiel. Man macht nicht richtig mit, es gibt kein Teamplay und so weiter und so fort. Das Dumme ist nur, dass Griefing eben nicht wirklich gut bestraft werden kann, weil dieser verschissene Chat nicht sichtbar ist. Ich habe zu 100% schon Overwatches gehabt, da habe ich die Leute am Schluss laufen lassen, weil ich den Chat nicht sehen konnte. Hätte ich den gesehen, hätte ich wahrscheinlich den Grief-Bann gespammt. Man merkt einfach, die Leute schreiben. Die laufen, bleiben stehen. Man guckt zu, sekundenlang nichts, dann laufen sie wieder weiter und bleiben wieder stehen. Und das ist der Tatbestand eines Griefers. Das machen Griefer. Sie beeinträchtigen auf irgendeine Weise das Spiel. Sind antisozial und so weiter und so fort. Ich denke, man merkt bereits jetzt schon ganz leicht, was so mein Gedanke zu Flaming ist. Also Flaming sollte zu 100% verboten sein. Beziehungsweise umgangen werden. Und die Sache könnt ihr ganz einfach erreichen. Vor allem, wenn ihr wisst, ihr seid jemand, der Flame anfällig ist. Also nicht vielleicht jemand, der anfängt damit, aber jemand, der dann weitermacht. Wenn das Gegnerteam mal schreibt, haha, GG Noobs oder irgendwie so nach einer Runde. Da kenne ich Leute, die knacken dann so mit den Fingern, alles klar, krack, legen die Maus weg und machen und hämmern die Tastatur voll und schreiben mit denen hin und her. Wenn ihr euch selbst schützen wollt, blockiert einfach das gesamte Gegnerteam. Das könnt ihr mit einem einzigen Befehl machen. Ich weiß ihn gerade nicht auswendig, aber ich schreibe ihn... Wartet, ich guck nach. Na, bevor ich dir irgendwas vergesse, ich guck nach. Ich schreibe ihn euch aber trotzdem nach unten rein. Der Befehl lautet CL-Mute-Enemy-Team Leerzeichen 1. Wenn ihr das in die Konsole eingibt, ist das gesamte Gegnerteam sofort blockiert. Ihr könnt es euch auch einfach binden. Dann habt ihr auf Knopfdruck das Gegnerteam blockiert. Ich weiß auch nicht, warum es überhaupt diesen öffentlichen Chat gibt im Spiel, also mit dem Gegner klar, dass man sich austauschen kann, falls irgendwas nicht stimmt, wenn man sagt, hey, spürt ihr auch, dass wir alle 10 Sekunden in 4 Minuten Lag haben oder irgendwie sowas. Für diese Verständigung ist er sicherlich gedacht, aber nicht um hin und her zu schreiben. Man kann sich auch nicht mit dem Gegner unterhalten, genau aus dem Grund, jeder weiß, was dann los wäre, wenn der Voice-Chat öffentlich wäre, um Gottes Willen. Was dürftest du dir da anhören, wenn du mal eine Runde richtig klatscht oder so? Nie im Leben. Kommen wir nun aber zum letzten Punkt, und zwar die Meinung mancher, dass Flaming dazugehört. Das würde einfach dazugehören zum Flair des Spiels. Flaming gibt es tatsächlich schon ewig. Also das habe ich damals auch schon erlebt und gut, ich bin jetzt nicht so ultra alt, aber dennoch habe ich die Anfänge dieses Online-Gamings schon ganz gut mitbekommen und selbst da gab es schon einen oder anderen, der halt eben ja mal ein bisschen geflamed hat. Es hat auf jeden Fall zugenommen, das ist klar. Ich denke, es sind mehr Kinder unterwegs als früher, also online.
weil es einem auch immer einfacher gemacht wird, eben zuzugreifen. Damals war das ja bald eine Wissenschaft, sich einzuwählen. Wenn man dann die Connection aufgebaut hatte, hatte man wirklich sowas sagen können wie, ja, ich bin drin, so wie in der Werbung immer. Und es gab natürlich einfach nicht so viele Leute, es gab nicht so viele Spiele, es gab nicht so viele Leute, die das gemacht haben und so weiter und so fort. Pipapo, bliblablub. Es hatte nichts mit der Zeit zu tun. Ich will auf keinen Fall jemand sein, der sagt, früher war alles besser. Dinge entwickeln sich nun mal einfach und sie müssen sich nicht immer zum Guten entwickeln. Und so ist es mit dem Flaming auch passiert. Ich will auf keinen Fall auch sagen, dass es früher noch ganz in Ordnung war und jetzt kacke ist. Ich bin schon immer der Meinung, dass Flaming, sobald es den Spielfluss stört, und es stört eigentlich immer den Spielfluss, sehr negativ ist und nicht zum Spiel dazugehört. Das sage ich nicht aus der Sicht eines verweichlichten Dödels, der irgendwie sagt, ich kann so nicht spielen, wenn die zu mir Noob schreiben, das finde ich sauschlimm. Ihr wisst, wie ich drauf bin, was ich selbst in den Videos als raushau mit, keine Ahnung, Leute als Nahrungsquelle nutzen oder so. Ich bin da recht abgehärtet, was das angeht. Es geht mir auch auf keinen Fall darum, dass sich Leute irgendwie schlecht fühlen und sagen, oh, der hat mich Noob genannt, ich höre auf zu spielen. Sondern eben genau um den Flame, der daraus resultiert, diese ganze Scheiße. Was hast du mich gerade, wie hast du gerade meine Mutter? Und dann wird hin und her geschrieben und ich denke mir nur, ihr seid beide dreckige, verfickte Bastarde. Bitte, du wirst hoffentlich morgen vom Bus überfahren und du, keine Ahnung, auch. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass diese Leute fast im selben Atemzug, wie sie ihren Flame ausführen, danach dann über die Community flamen, wie kacke sie ist, obwohl sie ein Teil davon sind. Das ist genauso dumm wie die Leute, die sagen, ja, ich habe in dem Spiel gehackt, weil im Gegnerteam war jemand, der hat gehackt und dann habe ich dagegen gehackt. Ich bin Ragehacker oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob man noch dümmer sein kann. Es ist so, wie wenn man sagt, ich hasse Kinderficker und jetzt ficke ich erstmal ein Kind aus Protest oder so. Zum Ende hin will ich betonen, dass ich auf keinen Fall meine, dass wir uns alle in den Armen liegen sollen und Friede, Freude, Scheißekuchen. Ich will einfach nur, dass man sich ganz normal verhält. Es geht hier um Matchmaking. Das ist eine Competition. Verstehst du? Eine Competition. Man spielt, das Spiel ist fertig, gut ist. Diese ganze Kinderkacke-Flame-Scheiße kann man extrem gerne im Deathmatch machen, im Arms Race, was weiß ich wo. Da ist nämlich das Team scheißegal. Da gibt es kein Teamplay. Da drücke ich auf 9 auf meinem Noom-Block und da habe ich automatisch mein gesamtes Team gemutet. Im Matchmaking hingegen, da ist es wichtig, dass man sich mit seinem eigenen Team irgendwie verständigt, dass man zusammen spielt. Und da hat Flaming meiner Meinung nach einfach überhaupt nichts zu suchen. Gar nichts. Und falls doch, wenn es hier irgendjemanden gibt, der sagt, doch, das gehört irgendwie dazu. Ich will manchmal jemanden beleidigen oder ich will manchmal einfach beleidigt werden als Kacknoob. Das brauche ich, damit ich abends dann richtig schön einwedeln kann. Dann darfst du auf keinen Fall irgendwas über die Community sagen. Nicht über Cheater, nicht über Griefer, gar nichts. Weil du ein Teil von dieser Krebszelle bist. Jetzt also zum Ende hin nochmal ganz klar, Flaming gehört nicht dazu. Flaming stört und trägt überhaupt nicht zum Spielgelingen bei. Es trägt auch nicht zum Spaß bei. Flaming ist eine behämmerte, störende Sache, die man mit seinen Eltern machen kann, die man in seinem verschissenen Keller mit seinen Katzen machen kann. Aber sobald es um Matchmaking geht, um etwas, um einen Sieg oder um einen Lose, um ein Team. Und CSGO ist nun mal ein Teamspiel. Man kann nicht alleine da einfach reindödeln und sich sagen, alles klar, ich spiele Matchmaking, ich mache einfach meine Kopfhörer aus oder ich mute mein Team einfach und sag auch selbst nichts. Dann, das geht nicht. Und Flame ist dasselbe. Man ist einfach ein Stück Scheiße, wenn man reinkommt und anfängt rumzuflamen. Ja, yeah, nice, nice. Allein das. Warum? Was ist mit den Leuten los? Warum? Wo kommt das her? Mit wie vielen Jahren wurde man von seinem Onkel irgendwie falsch angefasst, dass man so ist? Privat, wie gesagt, gar kein Problem. Ja, jeder kann sich mal aufregen über irgendwelche Spieler und sich denken, fuck, was für ein Dummkopf, warum hat er das gemacht? Es bringt aber überhaupt null, wenn man das rauslässt, wenn man das laut sagt, wenn man das schreibt, wenn man das den Kerl wissen lässt, dann bringt das gar nichts, nur Negatives. Ich habe noch nie erlebt, dass jemandem geschrieben wurde, du verschissener Kacknoob, warum hast du die Runde nicht geholt? You idiot! Und dann sagt der andere, du hast recht, ich werd besser oder sowas. Noch nie. Noch nie. Das ist immer negativ. Entweder ist dann der Angeflamte traurig, beleidigt oder eine Mischung aus beidem und traut sich gar nichts mehr, weil er jetzt denkt, fuck, die Augen sind voll auf mich gerichtet, jetzt kriege ich eh nichts mehr gebacken. Oder er flamet zurück. Und beides ist gleich verheerend scheiße. Es bringt nichts, es hilft nicht. Man kann ganz, ganz, ganz am Ende vom Spiel, wenn dann das Ding feststeht, dann kann man meinetwegen, um Gottes Willen, was schreiben. Weil dann ist das Spiel entschieden, dann ist es egal. Dann kann man, wenn man will, den scheiß Voice-Chat aufmachen und schreiben, ihr seid alle Hurensöhne, ich bin raus oder so. Man kann dem Gegnerteam schreiben, haha, fucking Noobs, GG oder irgendwas, ja. Da ist es völlig egal. Aber in-game, während man noch nicht die Entscheidung auf dem Tisch hat, macht man das nicht. Fertig ist der Lack. Und jetzt gehe ich erstmal im Matchmaking spielen und am Ende schreibe ich GG Noobs, egal was passiert ist. Nee, wenn ich gewinne, schreibe ich GG Noobs. Und wenn ich verliere, schreibe ich, haha, Luck more, you fucking lucky boy, Bock. Völlig in Ordnung. Aber währenddessen nicht. Schreibt's euch in die Löffel, meine Damen und Herren.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne die anderen Podcasts anschauen. Die sind hier irgendwo verlinkt. Oben rechts im Bild ist so ein i. Da könnt ihr draufdrücken und da ist dann die aktuelle Umfrage und eben die Playlist. Und hier am Ende sollte nun auch nochmal die Playlist, das letzte Video, also der letzte Podcast, dann irgendein Random-Video und meine Fresse erscheinen. Viel Spaß damit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.